Ja, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest, SC Pfullendorf, KSV Hessen-Kassel, Endstand 2:2. Besonderer Willkommensgruß gilt den Gästen aus Kassel mit ihrem Trainer Herrn Großkopf zu meiner rechten Seite, sowie auch den Vertretern der Presse, Herrn Witt und Herrn Thalheimer. Herr Großkopf, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Erstmal moin moin an alle hier Anwesenden. Dass ich nach diesen 95 Minuten natürlich nicht schwer begeistert bin, kann der eine oder andere, der das Spiel gesehen hat, vielleicht nachvollziehen. Im Prinzip war das Spiel nach dem 2-0 und die letzten 15 Minuten eigentlich ja so gesteuert, dass wenig passiert. Wir haben wenig zugelassen, haben dann mit der gelb-roten Karte von dem Maximilian Sauer, ich habe in der Halbzeit noch davor gewarnt, dass man sich einfach cleverer anstellen muss. Ich glaube, wenn er sich nach diesem Foul umdreht und Ruhe bewahrt, dann wird der Schiri gar nichts machen. Dann spielen wir mit 11 zu Ende. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dann die 3 Punkte im Sack haben. So haben wir sie nicht im Sack, so haben wir nur einen und einer ist mir zu wenig. So. Nichtsdestotrotz, wenn eine Mannschaft so zurückkommt wie Pfullendorf heute in den letzten Minuten, dann haben sie es auch verdient, weil sie sich gegen gestemmt haben, gegen die Niederlage. Und ich finde, das ist auch ein Chapeau. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht, weil wir eigentlich zu keiner Zeit im Spiel richtig in der Bedrohung waren. Wir haben einfach am Ende die Cleverness fehlen lassen und das muss ich meiner Mannschaft ankreiden. Ich wünsche euch jetzt, habt glaube ich eine sehr wichtige Woche vor euch im Pokalspiel, dass ihr da eine Runde weiterkommt. Ich denke, das ist relativ wichtig und ja, wir fahren mit langer Fresse nach Hause. Vielen Dank. Ja, Herr Großkopf, vielen Dank. Adnan, dein Statement bitte. Ja, hallo zusammen. Gut, ich denke, wir waren von der ersten Minute an richtig gut im Spiel. Die haben die Kugel ganz gut laufen lassen. Ja, haben Gegner eigentlich schon auch relativ weit in ihre Hälfte gedrückt. Ist dann immer schwer, natürlich auch Torschancen herauszuspielen. Da hat uns vielleicht auch ein bisschen die Zielstrebigkeit dann ein bisschen gefehlt. Aber hier und da waren wir schon auch letztendlich gefährlich. Der Führungstreffer war ein bisschen überraschend gut, ein direkter Freistoß, ist dann auch schwer zu verhindern, weil er gut geschossen war. Ja, in der zweiten Halbzeit war das, denke ich, ein ähnliches Spiel. Wir haben ein Spiel gemacht, Kassel macht dann das Tor, der durch eine gute Einzelleistung von ihrem Stürmer, der dafür auch bekannt ist, dass er da mit dem Körper ganz gut arbeiten kann. Wir haben da vielleicht auch nicht clever genug letztendlich verteidigt. Trotzdem habe ich schon auch vom Gefühl her, oder einfach mein Gefühl hat mir schon gesagt, dass hier einiges möglich ist, wenn wir den Anschlusstreffer machen. Ich denke, wir haben eine ganz gute Mentalität gehabt heute, vor allem nach der gelb-roten Karte, dass wir dann nochmal alles nach vorne werfen. Haben dann zwar nochmal Pech gehabt durch Silvio seinen Pfostenschuss, wo man sicherlich auch dann manchmal den Kopf hängen lassen kann, aber unsere Jungs nicht. Ja, die gehen da immer weiter drauf. Haben unsere Linien auch nicht verloren, dass wir dann irgendwie planlos irgendwas versucht haben mit der Brechstange, sondern haben, denke ich, ganz gut weiterhin Fußball gespielt, dass wir dann natürlich am Schluss dann auch nochmal die 2 Tore machen. Ist, denke ich, verdient, war, denke ich, der Lohn unserer Bemühungen. Und ja, wenn ich jetzt sehe, wie wir die letzten 2 Punktspiele bestritten haben, sehe ich einfach, dass wir uns sehr gut weiterentwickeln, vor allem spielerisch, was die Jungs da doch drauf haben und was da noch alles rauszuholen ist. Da hoffe ich, dass wir einfach relativ schnell Schritte nach vorne weiterhin machen. Wie gesagt, dass die Jungs hier bereit sind, Wege zu laufen oder einfach auch zu kämpfen, spielerisch auch zu dominieren. Ja, wir spielen ja letztendlich gegen letztjährigen Meister. Das werden wir alles tun. Wir werden alles probieren, um solche Spiele euch weiterhin präsentieren zu dürfen. Danke. Adnan, vielen Dank. Fragen von der Presse? Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage zu der Verletzung von Manuel Stark. Ich habe gehört, er hat einen Motorradunfall gehabt. Gibt es da schon Konkreteres? Ja, er wird sehr gut gehört, muss ich sagen. Also gestern nach dem Training hatte Manuel Stark sich auf dem Heimweg gemacht mit dem Motorrad, ist hier um die Kurve dann zu Fall gekommen und stand jetzt, hat einen doppelten Schlüsselbeinbruch und wird
die kommenden Tage operiert. Wir gehen davon aus, dass er mindestens die nächsten 8 Wochen uns nicht zur Verfügung stehen wird. Ach, dann die letzte halbe Stunde, also nach der gelb-roten Karte, war da wirklich so, dass er eigentlich komplett in die gegnerische Hälfte gedrückt hat, den Gegner. War das schon ein bisschen Vorgeschmack auf Dienstag, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass das Kehler e.V. ähnlich tief stehen wird, euch das Leben schwierig machen wird? Hast du da schon ein Rezept überlegt? Aber wir haben sicherlich schon was im Kopf. Trotzdem ist Pokal und Liga ist nicht vergleichbar letztendlich. Ja, lass uns erstmal das Unentschieden hier genießen letztendlich und dann schauen wir, was am Dienstag bei rauskommt. Weitere Fragen? Herr Witt? Ja, an Herrn Großkopf. Herr Großkopf, ich habe eine Frage. Sie haben für meine Begriffe eigentlich relativ früh den Christian Hienel ausgewechselt. Ihr bester Mann, lag das an irgendwelchen Ursachen, dass Sie ihn als verausgabt gesehen haben oder verletzungsbedingt oder welchen Hintergrund hatte das? Wenn ein Trainer irgendwelche Auswechslungen, Einwechslungen macht, dann denkt er sich irgendwas dabei und ich habe mir was dabei gedacht, weil der Junge war kaputt. Das ist die Erklärung. Weitere Fragen? Dem ist nicht so. Ich meine es wirklich persönlich und ich glaube, ich spreche auch im Namen der Mannschaft. Ein ganz, ganz besonderer Dank an euch. Das, was die letzte Viertelstunde auf der Tribüne abgegangen ist, also ich hatte Gänsehaut und muss ehrlich sagen, ist auch ein Verdienst von den Zuschauern heute hier. Ihr habt die Mannschaft nach vorne gepeitscht und lasst es uns am Dienstag wiederholen, hier im Achtelfinale im Pokal. Und dann knacken wir mal die 500 Zuschauer, weil das Wetter ist ja immer hervorragend, wenn wir spielen. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei den hübschen Damen und ja, den hübschen Herren hinter der Theke für die tolle Bewirtung. Ich wünsche euch noch einen tollen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag und bis Dienstag wieder hier in der Geberit Arena. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und in Kassel natürlich eine gute Heimreise, Herr Großkopf.